Es ist so, und ich werde sowieso spätestens bei den Legendären dann irgendwann richtig ragen und einfach Meisterball werfen oder was weiß ich, was da noch alles gibt. Weiß nicht, ob es Flottbälle und so ein Kram, wie es in der vierten Gen gab, hier auch gibt. Glaube nicht, das ist, glaube ich, glaube, das ist exklusiv in der vierten Gen nur. Hier entlang, bitte. Boah, da ist der Boss. Mr. Trump. Früher hat man von dem den EP-Teil bekommen, wenn man dann den Brief an Troy überbracht hat. Ein Brief an Troy. Nice, nice. Okay. Okay. Also, wir müssen ein Paket nach Graffitport bringen. Ich glaube, irgendein Antrieb für irgendwas. Ein U-Boot-Antrieb. Und einen Brief an Troy nach Faustauhaven. Das heißt, wir haben einiges vor. Aber ich möchte erstmal mich noch um das Rabini kümmern. Das Overwatch-Event ist ziemlich langweilig. Es ist zwar eine recht coole neue Map, die auch für einen Multiplayer kommt. Das ist jetzt auf dem PTA. Warte, ich muss das hier kurz lesen, sonst raff ich nichts. Also die Map ist auf dem PTA, aber das Event ist quasi recycelt von letztem Mal. Genau die gleichen Gegner, nur andere Map. Also kannst du zweimal spielen, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Es gibt allerdings ein paar ganz nice, coole Skins. Zum Beispiel den Soldier-Skin, McCree-Skin, die sind alle ganz nett. Aber ansonsten, ja, nicht wirklich spannend. Danke, Schwester Joy. Danke, danke. Okay, dann. Hier gibt's Rabini, sehe ich das richtig? Route 104? Aber ich sehe kein Gras. Wir können doch mal probieren, so ein Schwalbini. Ich glaube, man kann die mit Himmelsfeger sogar zu finden. Hier, dann ist Jonas hier unser Imba-Teammitglied. Slash Burp. Ein Bel-Eber. Coole Sache. Danke für den Bel-Eber. Ich weiß auch, wo es hier Gras gibt. Und zwar hier oben. So, das ist ein Zickzacks, das will ich nicht. Ja, komm, geh weg. Danke. Du wurdest bemerkt, ja. Ach was. So. Hier gibt es Pokémon, die du noch nicht gefangen hast. Wie geht denn das jetzt? Schwalbini. Muss ich einfach warten, bis eins kommt? Weiß das jemand? I need help. I require assistance. Oder wir finden einfach so eins. Das wäre auch schön. Ich glaube, das ist keins. Aber wir können mal Naturkraft ausprobieren. Bam. Energieball, okay. Naturkraft macht ja dann immer eine Attacke, je nachdem in welcher Umgebung man sich befindet. Wir sind hier offensichtlich wohl in einem Wald oder so, schätze ich mal. Bei Energieball ist natürlich schon ganz schön krass. Ich will keinen Zickzack. Na komm, kriegst du nochmal einen Energieball ins Maul hier. Bam. Ich muss sagen, Ryan haut jetzt schon ganz schön rein. Kann man hier nicht irgendwie Pokémon suchen mit dieser Funktion? Oder wahrscheinlich muss ich die schon mal gefangen haben oder so vorher. Das ist ein Schwalbini gewesen, oder? Fuck. Ach du scheiß Drecks. Ah!
Okay, ich glaube, ich suche im Blütenburgwald weiter. Da dürfte es das auch geben. Dum, 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 dum. Die Atmosphäre hier ist schon cool in dem Wald. Huch, was machst denn du, ihr kleines Kind? Wie bist du in deinen Baum gekommen? Ja. Wundersaat. Oh. Verstärkt das nicht meine Pflanzenattacken? Na dann. Sinelbeere weg. Nehmen. Item. Geben. Wundersaat. Ein Item zum Tragen. Ja, alle Attacken vom Typ Pflanze verstärkt. Das ist natürlich genial. Noch ein Super Ball. Wunderschönen guten Abend an Pokémon Zocker 110591. Ist das deine Handynummer? Schön, dass du da bist. Komm schon, hier muss ein Spalbini sein. Ah, oh, ey, das ist das fünfte Zickzacks in Folge. Pokémon Zocker, du klingst erfahren. Das lese ich deinem Namen, aus deinem Namen heraus. Weißt du, wie man dieses Suchfeature benutzt, dass ich einen Schwalbini finden kann? Oder geht das nur, wenn ich schon mal eins gefangen habe? Fuck, das war irgendein cooles Pokémon, aber ich bin leider schon runtergesprungen. Das ist dein Geburtsjahr? Eieiei. Aber Moment, doch, es ergibt Sinn. Ich dachte erst, du kommst aus der Zukunft. Aber wenn ich mir so recht überlege, ergibt das doch Sinn. X-Angriff, danke dafür. So, also wenn ich hier unten drauf tippe, hier das Pokémon, die du noch nicht gefangen hast, ja, wahrscheinlich muss ich die dann vorher... Ist das ein Knilz? Nee, das brauche ich nicht. Ja, erst wenn ihr eins gefangen habt, danke für den Tipp. Danke, danke, ja, dann bleibt uns wohl nicht viel anderes übrig, als einfach eins zu fangen. Oder eins zu finden. Joink, hallo. Wie kommen die kleinen Kinder hier in die letzte Ecke von dem Wald? Meine Mutter hätte mich niemals allein in den Wald gelassen. Ich spiele auf dem 3DS, ich habe eine Capture Card. Die habe ich mir vor 3 Jahren irgendwann mal zugelegt, dann eigentlich nicht wirklich benutzt und jetzt für diesen Anlass mal wieder rausgekramt. Das war eigentlich auch ein gutes Pokémon für dich, Jonas. Wummels ist doch episch. Na komm, hau was weg. So, ich würde sagen, wenn die nächsten 3 kein Schwalbini sind, dann beiß ich in meine Tischkante. Das ist doch nicht so selten, oder? Ist das selten? Wäre auch eine Idee. Jetzt habe ich es leider schon umgeballert. Stimmt, für Fipsi wäre das natürlich noch besser. Eigentlich müsste ich jetzt noch eins suchen und es Fipsi nennen. Aber das ist eigentlich ein ziemliches Kack-Pokémon, wenn man die Fähigkeit bedenkt. Ist eigentlich nur Mundtier brauchbar. Du könntest mir ein Schwalbini schicken. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so kacke. Also gar nicht mal so eine Kack-Idee. Aber ich glaube, ich will es erstmal selber finden. Aber danke fürs Angebot. Wenn ich es in einer Viertelstunde oder so immer noch nicht habe, dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Wahrscheinlich gibt es ja aber gar keine Schwalbini und ich suche umsonst. Schaloko. Ein Ineko, ja, das hätten wir eben kriegen können. Aber du hast dich jetzt schon entschieden. Schwalbini ist Schwalbini. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es hier auch welche. Ja, hier gibt es auch welche. Hallo. Ein gemeiner Dieb. Okay. Ist das ein Knilz? Oder so?
Ne, das war gar kein Knilz. Das könnte auch ein Schwalbini gewesen sein, oder? Warte mal. Schleich dich an. Oh, shit. Okay, ich mach so langsam, wie es überhaupt... Oh, es ist ein Schwalbini. Please, please, please. Oh, es hat Schnabel. Es ist nur Level 3. Ich weiß nicht, wie ich das schwächen kann. Ich glaube, ich werde gar nicht erst angreifen, sondern schmeiß einfach einen Ball. Ich hätte ja Trugschlag beibringen können, ne? Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich das so früh gebrauchen kann. Okay, das hat besser geklappt, als ich erwartet habe. Eintrag im Pokédex. Schwalbini. Normalflug. Schwalbini in seinem Territorium. So, warte mal, ist es weiblich oder männlich? Es ist leider weiblich, das tut mir unglaublich leid. Dann, warte, was hast du geschrieben? Burp, okay. Fuck. Gibt es irgendwelche Sonderzeichen? Das ist nicht Burp, was ich da geschrieben habe, fällt mir gerade auf. Okay, das war schon besser. Ich glaube, weiblich ist schon schön. Ich glaube, der Mensch, nach dem es benannt ist, der wäre auch gerne eine Frau. Ja, okay, den Smiley, den kann ich nicht machen. Das tut mir leid. Derp mit B. Oh, my bad. Das heißt leider Derp mit P. Was kannst du denn? Es tut mir jetzt unglaublich leid. Ich gebe dir dafür nächstes Mal was aus, wenn wir... Okay, du hast Nevermind geschrieben, dann gebe ich dir leider doch nichts aus. Schnabel und Heuler. Sehe ich das richtig? Spezialangriffsminus? Naja. Wo war da noch eins? Such Level 3. Mit Stahlflügel. Okay, wir haben eine zweite Chance, ein Burp mit B zu finden. Stahlflügel ist natürlich ganz schön episch. Kriegen wir zwar Ebert als DM, aber naja. Oder ist diesmal männlich? Nee, ist auch weiblich. Okay, zweite Chance. Ich hätte jetzt eigentlich auch Burp mit P rein swappen können, um es zu schwächen, ne? Eine Egglock. Was ist denn eine Egglock? Ich kenne nur Nuzlocke und Wetlock sagt mir noch was. Aber ansonsten nicht wirklich. Was anderes kenne ich gar nicht. Randomize gibt es da noch. Speedrun. Was ist denn eine Egglock? So, Spitzname. Also, Jonas, ich tippe jetzt hier ein. Und ich drücke erst auf Enter, wenn du mein Okay gegeben hast. Nuzlocke nur mit Poke-Eiern. Das müsste man dann emulieren wahrscheinlich, oder? Perfekt, super. Also ich habe prinzipiell nichts dagegen, mit anderen Leuten was zu machen. Ich muss allerdings sagen,
erstmal nicht noch ein Pokémon-Projekt neben dem hier am Laufen haben. Das heißt, erstmal nicht. Aber wir können da eigentlich dann vielleicht irgendwann mal drauf zurückkommen. Warum nicht? So. Dann machen wir mal eine Story weiter, oder? Hallo. Hä? Ah, du bist du so ein Competitive Pokémon Player. Ich muss ja sagen, ich spiele sehr leidenschaftlich gerne Pokémon Showdown, aber ich bin mir zu faul dafür, die Pokémon auf dem DS zu züchten. Übrigens, vielen Dank für deinen Follow, Pokémon Zocker. Das ist sehr nett. Vielen, vielen Dank. Mich deinem Nickname entnehmen, hätte entnehmen können, dass du Pokémon spielst, aber machst du auch so, nimmst du an Turnieren teil und sowas? Ein Kumpel von mir macht das auch oder hat das sehr exzessiv betrieben. Viel Zeit da investiert, diese Pokémon zu züchten, da habe ich sehr viel Respekt vor. Eine kleine Insel im Blauen Meer. Hallo. So, mir fällt gerade auf, hier gibt es irgendwo die Angel, das heißt Zeit, ein Carpador zu kriegen. Wir haben einen EP-Teiler, den OP-Teiler. Angel. Anglerleben. Okay. Gibt's hier Carpador im Wasser? Sehe ich das richtig? Ist das ein Carpador? Das kann man halt unglaublich schlecht erkennen, wenn man nicht weiß, wie die Sprites von Pokémon aussehen. Aber ich nehme an, das ist ein Carpador. Deswegen Angel. Warte mal, kann ich die nicht irgendwie registrieren? Genau. Und jetzt... Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich nehme an, ich muss A drücken, wenn das Ausrufezeichen über meinem Kopf kommt. Das waren zwei Ausrufezeichen. Jetzt war ich ganz schön kurz verwirrt. Das ist kein Carpador. Aber auch ein cooles Pokémon, ne? Was macht Naturkraft denn hier in der Stadt? Erdkräfte? Bist du Gift schon? Ja, ne? Ja, dann ist er sogar sehr effektiv. Das ist ja schön. Ist natürlich auch die Frage, ob man mit der normalen Angel überhaupt Carpador bekommt, ne? Sag mal, Pontelaf, bist du eigentlich Mod? Ja, du bist Mod, ne? Krasser Typ. Nice, meine beiden Mods heißen jetzt beide Jonas. Das freut mich so. Ich probiere es noch einmal. Oder vielleicht zweimal. Weist gar nichts an, das ist natürlich blöd.